Ja, ob die Satellitenschüssel aber einen guten Empfang bringt, das wage ich zu bezweifeln. Wie auch schon die Umleitung vorhin, nur für Radfahrer ist das hier gesperrt. Was soll das darstellen? Eine Sackgassensuggestion? Ja, da müssen wir noch eine Schippe drauflegen, wenn das funktionieren soll. Es wird besser. Now we are talking. Aber ich fürchte, können wir da raus oder da? Warum trampen die Leute übers Feld, wo jeder so ein breiter Weg ist? Ja, der Weg war mal ein Stück weiter rechts. Ich glaube, da ist was draufgefallen. Da ist schon eine Umgehung. Ich glaube, hier ist der Originale. Ne? Ein bisschen die Füße heben. Und nicht. Die Verfeinerung scheint mir etwas neuer zu sein. Aber ich war auch schon länger nicht mehr hier. Wo ich gerade hier bin, war da nicht noch ein alter Weg zu erforschen? Ne? Letztens sind wir links herum. Aber hier, ich meine, der wäre auch auf Google Maps noch eingezeichnet. Ja, bis auf das Ding da oben. Ja, hier liegen halt ein paar Bäumchen drüber, aber der ist tatsächlich noch intakt. Man darf es also von den Äußerlichkeiten nicht täuschen lassen. Ja, man könnte fast denken, der ist auch noch im Betrieb. Sieht nach Spuren aus. So, und jetzt wissen wir auch, wo hier der Einstieg ist. Wieder was gelernt. Ja, von hier aus sieht es wie eine Privatzufahrt aus. Kein Wunder, wenn manch einer den Weg nicht mehr findet. Warum nennt man das Andreaskreuz? Weil das bei St. Andreas steht. Also dafür, dass das hier eigentlich nur ein Geheimtipp ist, dieser alte, scheinbar vergessene Weg hat denn eine erstaunlich gute Spur hier. Kann natürlich sein, dass das Wild die Trassierung nur ausnutzt, denn Spuren gibt es hier im ganzen Hang. Nee, auch wenn ein Baum dahin schmeißt, es ist keine Sackgasse. Da haben wir nochmal einen Blick auf die Rampe, wo ich neulich runtergestiegen bin. Nicht erschrecken, auch wenn es wie eine Sackgasse aussieht. Wir wissen ja, dass auf der anderen Talseite wieder ein Weg hoch geht. Aber bevor ich das tue, warum sind hier Stufen angelegt? Geht das hier in die Felsen zum Klettern? Wollen wir mal so tun, als würde das da enden. Ich habe da keine Kletterausrüstung dabei.
Also die Spur da drüben, die erforsche ich aber nicht. Die endet da nur. Wie gesagt, ich habe keine Kletterausrüstung mit. Ich bin auch nicht lebensmüde. Wollen uns da nie übertreiben. Also fast oben. Irgendwie auch blöd, dass ich jetzt oben bin. Denn eigentlich wollte ich ein Stück weiter oben den Weg erkunden, der auf den Karten drauf ist, den wir letztes Mal ausgelassen hatten, weil ich ja bis unten gelaufen bin und nicht wieder rauf, dahin, wo ich hergekommen bin. Ha! Erstens kommt es anders und zweitens, als du denkst. Dann gehen wir hier schon den Berg hoch. Ich glaube nicht, dass der Weg auf den Karten eingezeichnet ist. Kann ich mich fast nicht daran erinnern. Aber hier ist ein Weg, man sieht es ganz deutlich. Auch von oben führt ein Pfad an die Felsen ran. Ah, ja. Hier wollte man hin. Der Weg, der auf der Karte eingezeichnet ist, kommt darauf. Vielleicht meinten die aber auch den und haben dann nur falsch gezeichnet. Wer weiß, aber das war schön. Da kann ich die Holzscheite noch sehen zwischen den Bäumen durch. Viel normalen Weg habe ich jetzt nicht gehabt. Denn hier ist noch ein Weg, den ich noch nicht erkundet habe. Da ist die spannende Frage. Endet der in der Sackgasse oder stößt er hinten auf den 58er? Finden wir es heraus. Da oben ist die Kreuzung noch zu sehen und die Frage ist schon beantwortet. Es sackgassiert hier ein wenig. Ja, bis zum 58 ist noch ein ganzes Stück. Das heißt, gehen wir wieder rauf auf dem Pfad, auf dem Weg oben und nutzen dazu diesen Pfad hier. Ja, da will ich noch mal gucken, ob man nicht vielleicht doch irgendwie entlang der alten Trasse noch hier durchkommt. Auch wenn man vielleicht ein bisschen... die Trasse macht hier einen kleinen Schlenker. Da habe ich das beim ersten Mal damals ein bisschen übersehen. Ich neige ja da... Autsch. Das piekst. Ich neige ja dazu, in rechten Winkeln und geraden Linien zu denken. Aber doch, das ist die Trassierung ein bisschen zugewachsen, aber man braucht nicht hinten um die Kuppe rum. Ja, hier ist doch eindeutig der Weg. Ja, diese Verschwenkung, die hatte ich natürlich gar nicht im Blick. Jetzt wird das alles wieder klar, wie das zusammenhängt. So, wie war das, wenn man jetzt hier mit zu viel Schwung kommt, gerät man geradeaus auf den falschen Knipp. Hier rechts geht der richtige, ne? Ja. Jetzt habe ich den Weg hier verinnerlicht. Verlaufe ich mich jetzt nicht mehr. Ja, die sind kamerascheu. Sobald die sehen, dass ich ein Objektiv rausgefahren habe. Bombentrichter ist dann aber ein bisschen zu groß. Hat er denn hier Bergbau, Steinbruch? Die Jagdgenossenschaft hier scheint zwei Tarife zu haben. Zugig und windig ist die preiswertere Kategorie und dann beheizt womöglich noch und windgeschützt, das ist dann die teurere Kategorie.
klasse. Für jeden was dabei. Es sind sogar drei Klassen. Was wir vorhin gesehen haben, das war nur Bronze und Silber. Wer den goldenen Jagdschein hat, der kann sich dann auch noch den Standort aussuchen. Jetzt dürft ihr lachen, weil das ist ein Sackgass. Haben wir hier eine Treckerspur, die wir nehmen können? Da ist eine. Dann nehmen wir die. Von hier oben mit der Kirche Wollersheim im Vordergrund könnte man glatt denken, das Siebengebirge hätte wirklich nur sieben Berge. Wir wissen ja, der Name kommt ganz woanders her und es hat ein paar Berge mehr. Niederländische Beschriftung. Da ist nichts. Da ist nur Klärwerk. Wer lässt sich denn die Post nach hier schicken? Im schönen Kalltal. Was ist das denn da für eine komische Mauer? Ist das ein Bunker? Habe ich auch richtig gesehen, dass hier ein Weg runter geht. Bevor einer meint, das wäre nur Trello d'Oli, hier ist der Beweis, es ist ein Weg. Und dann noch nicht mal Pfand. Da kommt auch noch mal ein Weg runter. Fußweg. Der Fahrweg ist da sogar abgestützt, endet aber hier im Wendehammer. Ist da unten nicht schon wieder eine Trassierung? Da scheint es doch weiter zu gehen. Eindeutig ein Weg. Dann gehen wir weiter. Bevor einer meckert, markierter Wanderweg. Sag mal, ist das ein Weg? Das sind sogar zwei Wege. Das ist das wahrscheinlich die Abkürzung von dem hier. Ei, das dürfte dann grobe Richtung Rollesbruch sein, ne? Ja, da geht da rauf. Ja, hier war aber auch schon länger keiner mehr. Immer noch eine Spur. Der traurige Beweis, hier ist ein Weg, aber Glas kann ich jetzt nicht mitnehmen, das ist zu heikel im Rucksack. Dann ist der Weg tatsächlich noch ein Ja, ich dachte, ich gehe nur ein Stück rauf und dann beende ich meine Runde, aber jetzt muss ich das komplett erkunden. Ja, da war die Umgehung, da ist die Rinne, dahinter ist eine zweite Rinne. Ah, und die, was ich hier als zweite Rinne sehe, das ist schon wieder breiter Weg. So, ja, zwei, da links rauf, da rechts. Aha, die beiden Wege umkreisen dann hier ein paar Pingen. Nicht da Plastik? Ja, da liegt Plastik. Okay. Hier habe ich mir gedacht, kommen wir wieder auf den Weg. Dann brauche ich nicht weiter erkunden. Weil mich das komplett von meiner geplanten Route abbringt. Da gehen wir mal wieder zurück hier. Dann kann ich auch die Glasflasche noch einsammeln. Die liegt ja kurz vom Parkplatz. Nicht die breite Fahrspur von, die endet dort. Da und da drüben ist unser Pfad. Aber
gehen wir trotzdem mal auf die Fläche und dann von dort aus runter. Nur um das nochmal ein bisschen genauer zu erkunden hier. Oh, da. Mountainbike-Spuren. Okay, das führt dann wieder mehr oder weniger dahin. Gehen wir runter auf den